Hallo zusammen! Was hebt eine gewöhnliche archäologische Entdeckung von einer außergewöhnlichen ab? Ist es der monetäre Wert, ihre Fähigkeit, die Geheimnisse der Vergangenheit zu erklären? Oder vielleicht etwas noch Unfassbareres? Es ist schwer zu sagen, aber wir wissen, dass wir nicht anders können, als ehrfürchtig zu sein, wenn wir auf einen unglaublichen archäologischen Fund stoßen. In diesem Video haben wir einige der bemerkenswertesten Entdeckungen zusammengestellt, von denen wir glauben, dass sie der Rechnung entsprechen. Los geht's! Takte Soleiman. Es gibt einige großartige Titel, die wir der archäologischen Stätte Takte Soleiman im Norden des Irans geben könnten. Wir könnten es den ultimativen Tempel des Zoroastrismus nennen. Wir könnten auch sagen, es ist die wichtigste Stätte, die das antike Sassanidenreich je erbaut hat. Dies ist eine atemberaubende antike Stätte in einem wunderschönen Tal, umgeben von vulkanischen Bergen, aber fast niemand in der westlichen Welt weiß überhaupt, dass sie existiert. Takte Soleiman ist eine von mehreren iranischen UNESCO-Weltkulturerbestätten und soll im 6. Jahrhundert erbaut worden sein, bevor es teilweise abgerissen und dann während der Ilkhanidenperiode im 13. Jahrhundert wieder aufgebaut und erweitert wurde. Nach dem 13. Jahrhundert wurde es als Palast genutzt. Aber davor hatte die Stätte einen Feuertempel, einen Anahita-Tempel und eine kleine Hügelstruktur, bekannt als Salomons Gefängnis, enthalten. Noch weiter zurückgehend ist der Hügel, auf dem die Stätte existiert, künstlich und wurde vor etwa 2500 Jahren geschaffen. Zu einem nicht identifizierten Zeitpunkt in der Vergangenheit wurde eine Mauer um das gesamte Takte Soleiman mit Toren zum Kontrollieren des Zugangs gebaut, sodass es scheint, dass dieser Ort neben einem Palast tatsächlich einst ein Gefängnis war. Steingesicht. Im Sommer 1919 spürte ein Bauer namens Tom Giddens, wie sein Pflug in seinem Feld in Sampson County in North Carolina in den Vereinigten Staaten auf etwas Festes stieß. Als er ausstieg, um nachzusehen, fand er dieses ramponierte, stark erodierte Steingesicht. Er wusste sofort, dass er sich auf unbekanntem Terrain befand, verstand aber, dass er möglicherweise etwas historisch Bedeutendes entdeckt hatte. Das veranlasste ihn, zum Telefon zu greifen und die Experten anzurufen, aber leider wussten die Experten, mit denen er sprach, nicht viel mehr als er, und sie wissen es immer noch nicht. Die Schnitzerei ist groß, fast 60 cm breit von Ohr zu Ohr und näher an 90 cm von der Oberseite des Kopfes bis zum Kinn. Die Tatsache, dass sie aus Sandstein gefertigt ist, macht es so schwierig, sie zu datieren. Die Substanz erodiert sehr schnell, weil sie weich ist. Und so könnte dies vergleichsweise so neu wie ein Jahrhundert alt sein oder mehr als 1000. Archäologen könnten vielleicht eine bessere Schätzung abgeben, wenn das Design bekannt wäre, aber das ist es nicht. Etwas derartiges ist noch nie zuvor in North Carolina oder in dessen Nähe aus dem Boden gekommen. Es könnte sogar das Werk eines antiken Betrügers sein. Odin aus Leyre. Manchmal kann der Name eines Artefakts Ihnen fast alles verraten, was Sie darüber wissen müssen. Nehmen wir zum Beispiel den Odin aus Leyre. Es soll eine Figur von Odin sein und wurde 2009 in der dänischen Stadt Leyre auf der Insel Seeland gefunden. Es gibt jedoch mehr dazu. Die meisten Experten sind sich einig, dass die winzige gegossene Silberfigur irgendwo zu Beginn des 10. Jahrhunderts hergestellt wurde. Worüber sie sich jedoch nicht einigen können, ist, ob es tatsächlich Odin darstellt oder nicht. Der Name hat sich durchgesetzt, weil der Ausgräber, der das Stück fand, glaubt, dass es Odin sei, der auf seinem Thron sitzt, flankiert von seinen Raben Munin und Hugin. Einige Gelehrte weisen jedoch darauf hin, dass die Figur die typisch weibliche Wikingerkleidung des 10. Jahrhunderts trägt. Die Wikinger hätten Odin nicht in Frauenkleidern dargestellt. Das bedeutet, dass es sich um Odins Frau, Frigg, oder vielleicht um die Göttin Freya handeln könnte. Eine andere Figur, die vor vielen Jahren in Südschweden gefunden wurde, ähnelt dieser sehr, wird jedoch allgemein als Darstellung von Freya akzeptiert. In jüngerer Zeit gab es sogar Spekulationen, dass es sich eher um einen christlichen Bischof des 10. Jahrhunderts handelt als um einen wikingerzeitlichen Gott. 2000 Jahre alter Ring. Im November 2020 wurde ein 2000 Jahre alter Ring in den Fundamenten der Westmauer in Jerusalem entdeckt und er sorgt bei Historikern und Archäologen für Aufsehen. Der winzige Ring ist mit dem Bild einer Gottheit graviert, aber viele Historiker sind der Meinung, dass die dargestellte Gottheit eindeutig nicht jüdisch ist. Tatsächlich vermuten sie, dass es eine Darstellung des griechischen Gottes Apollo ist.
Der Ring wurde wahrscheinlich von seinem Besitzer als Mittel zum Stempeln und Siegeln von Briefen und Verträgen verwendet, aber es ist ungewöhnlich, dass ein Bild eines nicht-jüdischen Gottes in Jerusalem gefunden wird. Das Design des Schmuckstücks, gefertigt aus Jaspis, ist definitiv konsistent mit einem typisch jüdischen Siegelring. Aber das Bild auf dem Ring ist es nicht. Experten haben spekuliert, dass der Träger vielleicht Apollo nicht verehrt hat, sondern die gleichen Dinge ausdrücken wollte, für die Apollo nach altem griechischen Glauben steht: Erfolg, Reinheit, Gesundheit und Licht. Selbst wenn das wahr ist, hätten sie ein ziemliches Risiko eingegangen, indem sie ihn trugen. Für die Menschen der damaligen Zeit wäre er wahrscheinlich als blasphemisch angesehen worden. Bevor wir fortfahren, möchte ich Sie bitten, den Kanal zu abonnieren. Es kostet nichts. Zusammen sind wir stärker. Das Tarkan-Kleid. Zu lernen, wie man Stoff webt, um Kleidung herzustellen, war ein wichtiger Schritt nach vorne für die menschliche Zivilisation und es ist ein Schritt, der vor sehr langer Zeit gemacht wurde. Der beste Weg, dies zu demonstrieren, ist, Ihnen das Tarkan-Kleid zu zeigen, das älteste gewebte Kleidungsstück der Welt. Das Kleid wurde im Jahr 1912 von dem berühmten Ägyptologen William Flinders Petrie in einem Grab gefunden, als er einen alten ägyptischen Friedhof in Tarkan ausgrub. Das Grab wurde während der ersten Dynastie Ägyptens vor 5200 Jahren erbaut, daher nahm Petrie an, das Kleid sei genauso alt. Es bedurfte der Erfindung der Radiokarbondatierung, um ihn zu bestätigen, aber seine Annahme war korrekt. Die Tests bewiesen, dass das Kleid irgendwo zwischen 5200 und 5400 Jahre alt ist. Abgesehen davon, dass es das älteste bekannte gewebte Kleidungsstück ist, ist es auch das älteste bekannte Kleid jeglicher Art auf der Welt. Textilien wie dieses sind hochgradig vergänglich, daher ist es fast ein Wunder, dass das Kleid so lange überlebt hat. Es beweist zwar nicht eindeutig, dass das Weben in Ägypten erfunden wurde, aber es ist eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen müssen. Das Mysterium des antiken Flugs. Die Mehrheit der Menschen schreibt die Erfindung von Flugmaschinen für Menschen, nennen wir sie der Einfachheit halber einfach Flugzeuge, den Gebrüdern Wright zu. Wir sind nicht dabei zu behaupten, dass es vor über 1500 Jahren Menschen in Südamerika gab, die auch wussten, wie man fliegt, aber basierend auf ihren Schnitzereien scheint es wahrscheinlich, dass sie zumindest die grundlegenden Prinzipien des Fliegens verstanden. Die Kumbaya-Kultur war außergewöhnlich gut in der Metallarbeit und beim Herstellen von Goldskulpturen, und es wäre schwer zu behaupten, dass diese Skulpturen nicht wie moderne Flugzeuge aussehen. Man könnte versuchen, sie als Darstellungen von Insekten abzutun, wie viele Historiker es getan haben, aber wie viele Insekten kennen Sie, die so aussehen? Forscher haben sogar in den 90er Jahren maßstabsgetreue Versionen der Skulpturen hergestellt und bewiesen, dass sie aerodynamisch perfekt sind. Mit anderen Worten, sie sind fähig zu fliegen und zu gleiten. Was hätte sonst als Inspiration für diese Miniaturstatuen gedient, wenn nicht Flugzeuge? Wir haben keine Ahnung und leider werden wir es wahrscheinlich nie herausfinden. Geheimnisvolle Würfel. Im Mai 2020 war Will Reed mit einem Magneten in einem Fluss in Coventry in England angeln, in der Hoffnung, wertvolle Antiquitäten oder Kuriositäten zu finden. Er bekam mehr, als er erwartet hatte. Will stieß auf insgesamt 60 seltsame Würfel, die mit komplizierten Sanskrit-Zahleninschriften bedeckt waren. Zuerst dachte er, die winzigen Würfel wären Fliesen, aber je mehr von ihnen aus dem Wasser kamen, desto weniger sicher war er sich über seine anfängliche Schlussfolgerung. Da er keine vernünftige Erklärung für seine Entdeckung finden konnte, wandte sich Will an das Internet um Hilfe. Seitdem wurde ihm vorgeschlagen, dass sie mit einem alten hinduistischen Gebetsritual verbunden sind, das das Werfen der Würfel in fließendes Wasser beinhaltet, in der Hoffnung, im Gegenzug einen Segen zu erhalten. Wenn die Informationen, die er erhalten hat, korrekt sind, sind sie als Jyotish-Marken bekannt. Die Zahleninschriften entsprechen anscheinend kodierten Gebeten, die zusammengeführt den Schutz einer Gottheit namens Rahu beschwören. Obwohl die Erklärung ziemlich überzeugend klingt, fehlt es an unterstützender Beweislage, um die Idee zu bestätigen, sodass die Frage, was Wills Würfel wirklich sind oder woher sie kommen, ungeklärt bleibt. Steinmaske. Vor 9000 Jahren begannen die prähistorischen Bewohner des Landes um den Berg Hebron und die judäischen Berge von einem nomadischen Lebensstil zu Siedlungsbau und Landwirtschaft überzugehen. Eine dieser Siedlungen stellte auch diese Steinmaske her, und Archäologen denken, dass die beiden Dinge miteinander verbunden sein könnten.
Sie vermuten, dass die Maske absichtlich begraben wurde, um den Besitz des Landes zu kennzeichnen, auf dem ein Haus gebaut wurde. Besitz durch Begräbnis zu kennzeichnen, war damals üblich, obwohl Masken normalerweise nicht beteiligt waren. Masken dieser Art sind allgemein sehr selten. Sie ist eine von nur 15 auf der Welt, von denen nachgewiesen werden kann, dass sie aus der neolithischen Ära stammen. Obwohl sie dies nicht beweisen konnten, denken Experten, dass die Maske möglicherweise aus einem Abguss hergestellt wurde, der vom Gesicht einer verstorbenen Person genommen wurde. Ahnenverehrung wurde in dieser Teil der Welt während der neolithischen Zeiten praktiziert und Totenmasken waren ein Teil davon. Trotz des Gewichts dieser ist es wahrscheinlich, dass sie entworfen wurde, um während Ritualen getragen zu werden. Sie hat kleine Löcher an den Seiten, durch die ein Faden gezogen worden wäre, um sie am Gesicht des Trägers zu sichern. Das muss ein wenig unbequem gewesen sein. Inka-Opfergaben. Der Titicacasee wird von jedem, der ihn jemals sieht, als schön betrachtet, aber für die alten Inka war er heilig. Aus praktischer Sicht bot er ihnen natürliche Ressourcen, spielte aber auch eine entscheidende Rolle in ihrer Mythologie. Sie glaubten, dass das gottgleiche Paar Manco Capac und Mama Oklo aus der Sonneninsel in der Mitte des Sees hervorgegangen sei und die Inka-Hauptstadt Cusco am Rande des Sees als Hingabe an diesen Glauben gründeten. Einige Gelehrte glauben sogar, dass sie den gesamten See als Gottheit ansahen. Spanische Schriftsteller des 16. Jahrhunderts bemerkten, dass die Inka auf Flößen auf den See hinaussegelten, um Opfergaben ins Wasser zu werfen, und im August 2020 fanden wir eine solche Opfergabe. Es ist eine Steinbox, die vor etwa 500 Jahren in den See geworfen wurde und sich im Sediment eingebettet hat. Als sie von Archäologen geöffnet wurde, enthielt sie eine kleine Figur eines Lamas oder Alpakas aus Muschel und eine winzige Goldfolie, die möglicherweise eine Replik der Art von Armbändern ist, die von den Inka-Adligen der Zeit getragen wurden. Es ist wahrscheinlich, dass derjenige, der diese Hinterlegung hinterließ, auf eine erfolgreiche Lama-Saison hoffte. Wir hoffen, sie haben ihren Wunsch erfüllt. Antike römische Entdeckung. Wenn Kinder gelangweilt sind oder etwas zu tun suchen, wenden sie sich an Spielzeug. Obwohl das moderne Spielzeuggeschäft eine riesige multinationale Industrie ist, reicht das Konzept der Spielzeugproduktion bis in die Anfänge der Menschheit zurück. Hier ein Beispiel dafür, wie alt es ist. Ein Ledermaus-Spielzeug, das in den Ruinen des antiken römischen Forts Vindolanda in der Nähe des Hadrianswalls in England ausgegraben wurde. Archäologen schätzen, dass es ungefähr 1900 Jahre alt ist. Dieses alte Stück Leder ist nur 12 cm lang und 2 cm breit, doch es ist so fein detailliert, dass es sogar Fellmarkierungen überall aufweist. Springen wir jedoch zu Schlussfolgerungen, indem wir es als Kinderspielzeug bezeichnen? Vielleicht. Das Relikt wurde in den Quartieren des kommandierenden Offiziers des Forts entdeckt. Das impliziert, dass der verantwortliche Offizier einer römischen Garnison entweder gerne mit Spielzeugmäusen spielte oder seine Familie und Kinder in einem militärischen Komplex bei sich hatte. Einige Historiker glauben, dass es eher ein Scherzartikel war, der von untätigen Soldaten erfunden wurde, um ihre Kameraden zu erschrecken, als ein Spielzeug. Würden römische Truppen jedoch wirklich vor Mäusen Angst haben, nach all den blutigen, viszeralen Schlachten, die sie gesehen hatten? Archimedes-Legenden. Einige Historiker halten Archimedes für den größten Erfinder aller Zeiten. Er war sicherlich ein großartiger militärischer Erfinder und soll ein Verteidigungssystem erfunden haben, das fast wie ein Hitzestrahl war und in der Lage war, römische Schiffe durch den Einsatz riesiger Spiegel zu entzünden, die die Sonnenstrahlen konzentrierten und reflektierten. Neuere Untersuchungen haben vorgeschlagen, dass er möglicherweise auch dampfbetriebene Kanonen gegen römische Schiffe eingesetzt hat. Legenden über die Archimedes-Spiegel begannen erstmals während des Mittelalters aufzutauchen, wobei Syrakus als der Ort genannt wird, an dem sie zuerst getestet wurden. Eine ähnliche Waffe soll bei der Verteidigung Siziliens gegen die Römer im Jahr 214 vor Christus verwendet worden sein. Zeitgenössische Berichte über das Spiegelsystem existieren nicht, aber moderne Archäologen und Wissenschaftler halten es für möglich, dass er stattdessen hohle Tonkugeln verwendet haben könnte, die aus dampfbetriebenen Kanonen abgefeuert wurden und durch griechisches Feuer angetrieben wurden. Die Römer hätten keine Ahnung gehabt, woher das Feuer kam, also könnten Spiegel in Ermangelung besserer Ideen beschuldigt worden sein. Leonardo da Vinci entwarf im 15. Jahrhundert eine Dampfkanone und schrieb das Design Archimedes zu, also muss er die Idee irgendwoher bekommen haben. Geheimnis des flexiblen Glases.
Waren die alten Römer in der Lage, vor tausenden von Jahren flexibles Glas herzustellen? Diese Idee scheint zu absurd, um wahr zu sein. Aber es gibt historische Aufzeichnungen, die darauf hindeuten, dass sie es konnten. Sowohl Plinius der Ältere als auch Petronius, zwei der angesehensten Schriftsteller der antiken Welt, behaupteten, dass die Römer eine Formel zur Herstellung von biegbarem, fast unzerbrechlichem Glas hatten. Aufzeichnungen des Materials von weniger bekannten Schriftstellern beginnen auch zur Zeit des Tiberius Caesar im 1. Jahrhundert aufzutauchen. Es scheint, dass möglicherweise der Kaiser selbst die Produktion des Produkts stoppte. Er glaubte, es könnte wertvoller als Gold werden und die gesamte römische Wirtschaft destabilisieren. Also entschied er sich, auf die enormen technologischen Möglichkeiten, die es bot, zu verzichten. Wenn die Römer wirklich flexibles Glas herstellen konnten, könnte dies vielleicht etwas mit der stetigen Versorgung mit Borsäure zu tun haben, die sie aus den Dampföffnungen der toskanischen Maremma nahe Rom gewinnen konnten. Borsäure zu einer regulären Glasmasse hinzuzufügen, würde eine Art Glas ergeben, das extrem schwer zu brechen wäre. Es wäre immer noch nicht flexibel gewesen, aber vielleicht wussten die Römer etwas, das wir nicht wissen. Mysteriöse mumifizierte Katzen. Wir wissen, dass Katzen im alten Ägypten fast bis zum Punkt der Verehrung verehrt wurden, aber nie vor November 2018 ahnten wir das Ausmaß dieser Verehrung. In jenem Monat wurden die mumifizierten Überreste von Hunderten von Katzen in einer neu entdeckten Serie alter Gräber in Saqqara, südlich von Kairo, gefunden. In den letzten Jahren wurden so viele bedeutende Entdeckungen in Saqqara gemacht, dass sie vielleicht sogar seinen Namen in den Nachrichten gehört haben, aber keine ist so ungewöhnlich wie die Sammlung mumifizierter Katzen. Wissenschaftler haben die Überreste analysiert und kamen zu dem Schluss, dass die Katzen vor mehr als 4000 Jahren verstorben sind. Der Grund, warum es so viele Gräber in Saqqara gibt, ist, dass es einst als Begräbnisstätte und Mausoleum der Stadt Memphis diente, die lange vor Kairo die Hauptstadt Ägyptens war. Es ist eine so enorme Stätte, dass es wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte dauern wird, sie vollständig auszugraben. Neben den Katzen fanden Archäologen Dutzende mumifizierter Skarabäuskäfer in den Gräbern. Einen Skarabäuskäfer zu mumifizieren, wäre ein so heikler Prozess, dass es kaum vorstellbar ist, und doch taten die Ägypter das schon vor all dieser Zeit. Die Xur-SF-Panzerung. Wir haben Ihnen goldene Schätze in diesem Video versprochen, also werfen wir einen Blick auf die Xur-SF-Panzerung. Sie ist so benannt, weil sie in einem punischen Zeitalter Grab, in der Nähe der Xur-SF-Panzerung in Tunesien im 1909 gefunden wurde. Obwohl sie wie ein schönes dekoratives Objekt aussehen mag, ist sie tatsächlich ein Stück Körperpanzerung, spezifisch eine Brustplatte. Experten glauben, dass sie beinahe 2300 Jahre alt ist und von den präromanischen italischen Bewohnern Süditaliens hergestellt wurde. Die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass sie in Tunesien gefunden wurde, ist, dass sie einem Krieger gehörte, wahrscheinlich einem ziemlich hochrangigen, der von Hannibal im Zweiten Punischen Krieg zwischen 211 und 203 vor Christus geführt wurde. Wir sollten anmerken, dass nicht jeder Experte oder Historiker dieser Meinung zustimmt. Das liegt teilweise daran, dass das Grab, in dem sie gefunden wurde, typisch für das Tunesien der Epoche ist, was darauf hindeutet, dass die darin begrabene Person kein Außenseiter war. Auch stammen einige der anderen Artefakte, die innerhalb des Grabes gefunden wurden, aus der Zeit vor dem Ersten Punischen Krieg, ganz zu schweigen vom Zweiten. Es scheint, das Einzige, über das sich die Experten bezüglich der Xur-SF-Panzerung einig sind, ist ihre Schönheit. Die Palladoro. Die Palladoro wird fast universell als das vollendetste Werk byzantinischer E-Mail-Kunst in der Welt anerkannt. Die Palladoro, wie sie heute existiert, ähnelt jedoch kaum der Palladoro, wie sie aussah, als sie brandneu war. Ihr Name kann entweder als das goldene Tuch oder die goldene Pfote übersetzt werden, was ihnen nicht wirklich einen Sinn für ihren Zweck gibt. Es ist ein Hochaltarretabel und Sie können es in der Basilika di San Marco in Venedig in Italien finden. Die meisten Historiker akzeptieren, dass es im Jahr 976 auf Geheiß von Doge Pietro Orseolo in Auftrag gegeben wurde. Das Original hatte einige E-Mail-Darstellungen von Heiligen darauf, bestand aber größtenteils aus Edelsteinen. Doge Ordelafo Faliero ließ es im 1105 wesentlich erweitern und dann ließ Andrea Dandolo im 1345 das ganze Ding von einem Goldschmied umfassend überarbeiten. Dandolo sollte später selbst zum Dogen von Venedig werden.
Er ließ einen Rahmen zu dem Stück hinzufügen, auf dem eine Inschrift bestätigt, was er mit der Palladoro gemacht hatte, zusammen mit seiner eigenen Darstellung, welche Teile zuvor von wem und wann hinzugefügt wurden. Seitdem wurden drei weitere große Veränderungen vorgenommen. Dresdner Kodex. Der Name unseres nächsten Artefakts ist irreführend. Er wird Dresdner Kodex genannt, ist aber nicht deutschen Ursprungs. Es ist tatsächlich ein Relikt aus dem präkolumbischen Mexiko und wurde höchstwahrscheinlich im oder um das 11. Jahrhundert in oder um Chichen Itza erstellt. Er ist schön anzusehen, aber eine genauere Untersuchung könnte Anlass zur Sorge geben. Einige der Personen, die dem Kodex ihre volle Aufmerksamkeit geschenkt haben, befürchten, dass er eine Prophezeiung ist, die das Datum, die Zeit und die Art der Ereignisse vorhersagt, die das Ende der menschlichen Zivilisation auf der Erde herbeiführen werden. Diejenigen mit einer weniger dramatischen Auffassung neigen dazu zu glauben, dass es sich um eine Sternenkarte handelt, die verwendet wurde, um Sonnen- und Mondfinsternisse vorherzusagen. Der Kodex sagt genau die Bewegungen von Himmelskörpern voraus, die zur Zeit seiner Erstellung mit bloßem Auge sichtbar gewesen wären, einschließlich des Mondes, der Sonne und der Venus. Natürlich werden diejenigen, die denken, dass es nur eine Sternenkarte ist, sehr albern aussehen, wenn das Ende der Welt an dem Datum eintritt, das die Anhänger der Weltuntergangstheorie für etwa 80 Jahre von jetzt an vorhersagen. Ist das Ende der Welt jedoch wirklich etwas, über das man recht haben möchte? Das war's für heute. Was war euer Lieblingsmoment? Kommentiert, liken, teilen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.